Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Steep. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Offensichtlich hier. Wir sind offensichtlich hier stehen geblieben. Ich gehe mal kurz ins Bergpanorama. Moment. Ach nee. Ach, falsch. Falsche Taste. So. Ich möchte mal ganz kurz ins Bergpanorama gehen. Einfach mal, um zu gucken, wo wir jetzt waren, was wir jetzt machen wollten. Meine Bestleistung. Ach ja, das haben wir das letzte Mal gemacht. Ich erinnere mich. So, was haben wir denn hier? Pompiers. Pompersi, das können wir jetzt machen, weil wir jetzt das richtige Level dafür haben, dementsprechend. Finde ich super. Deswegen gucken wir uns das mal an. Einer der faszinierendsten Berge in der Aravi-Region. Das finde ich sehr schön. Ich bin der Schausteller. Der Bombastische. Meine Länder sind voller verwinkelter Wälder und Schneelandschaften, die endlose Stunden abenteuerlichen Spaß versprechen. Ach, sieht das gut aus. Du kannst durch schneebedeckte Ruinen unter meinem Gipfel karben, die in diamantenem Weiß in der grellen Sonne leuchten. Ich bin Freestyle, ich bin Freeride. Mein Königreich des Tiefschnees ist die Heimat derer, die Lebenshunger verspüren. Nam nam nam. Diese Welt ist voller Dörfer, die sich für abgefahrene Tricks und Sprünge eignen. Sieht gut aus. Die größte Aufgabe von allen, die legendären 5 Löcher. Eine Line, die nur die tapfersten und besten schaffen können. Nun fordere ich dich also heraus. Beweise mir, dass du das Zeug dazu hast. Na, das kennen wir doch schon, das haben wir doch schon mal gemacht. Ganz genau, hier oben auf dem Berg standen wir schon mal. Und zwar in der Beta. Und ich finde es immer noch, ich finde, wie der Schnee animiert ist, finde ich so klasse, ne? Der sieht so gut aus. Wirklich schön. Wirklich schön. So, können wir irgendwas entdecken eigentlich? Nein, noch so weit. Ich muss erst noch etwas näher ran. Oh, noch so weit. Dann müssen wir noch etwas näher rangehen. So, dann nehmen wir mal die Skier heute. Huch. Nee, ich möchte jetzt mal nicht zu Fuß gehen, sondern hier die Skier wählen. Springe durch das Felsloch. Ja, ich weiß, wo es ist. Und mir wurde gesagt, genau, hier kann man die GoPro anmachen. Yeah, das wollte ich schon mal ausprobieren. Ey, ist das cool. Ist das cool. Das gibt's doch nicht. Alter, was war das denn? Da ist das Felsloch. Nein. Okay. Ich komme überhaupt nicht klar. Sorry. Oh, ich verstehe auch warum. Moment. Okay, das war nichts. Wir probieren es nochmal. Das mit der GoPro. Ja. Ist ein bisschen. Bitte einmal drehen. Danke. So. Junge. Dreh dich. Du sollst nicht rückwärts fahren. Mann. Ich hab's immer noch nicht richtig. Ich hab's immer noch nicht ganz kapiert, ne? Einmal bremsen, bitte. Und jetzt vorwärts. Und jetzt ein neuer Versuch. Dankeschön. So. Einmal die Kamera drehen. Kamera drehen. So. Okay. Los geht's. Jetzt endlich haben wir es geschafft. Ich weiß ja auch schon eine gute Route. Das habe ich aber in der Beta schon mal gemacht. Ich habe jetzt übrigens was bekommen dafür, dass ich die Beta gespielt habe. Irgendeine, ja, was war das? Irgendein Hut? Da ist er. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch locker hin. Alter Schalter! Ja, wenn das nicht optimal gelandet war, dann weiß ich auch nicht. Aua! Ah. Okay. Wir haben es geschafft. Zumindest im ersten Step. Und ich möchte eigentlich noch ein bisschen rauskriegen, wie ich mich ordentlich drehe, dass ich wieder geradeaus fahre. Moment. Bitte einmal drehen. So. Meine Güte. Das muss ich mir nochmal angucken, oder? Ihr habt Tipps für mich. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, wie ich das mache. Ich hätte mir das mal durchlesen müssen. Müssen wir hier durch die Ruine? Nee. Durch den Steinapfel. Yeah! Woohoo! Und schon wieder die Landung. Schon wieder die Landung rückwärts. Okay, geschafft. Und jetzt drehen. Nein, nur eine halbe Drehung, bitte. So, okay, alles klar. Haben wir unser Ziel verfehlt? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben unser Ziel verfehlt. Oder ist es da hinten? Wo ist das Ziel, das nächste? Wo ist es? Ich glaube, wir haben unser Ziel verfehlt. Neuer Versuch. Bringen wir den Steinapfel. Das kann nicht so schwierig sein. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Naja, wir cruisen jetzt hier ganz entspannt aber runter. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal riesig
riesig bedanken für diesen unfassbaren. Also für dieses. Für dieses. Ich kann es nicht in Worte fassen. Für diesen unfassbaren Feedback. Also für dieses Feedback, das ist einfach ganz, ganz toll. Vielen Dank für die vielen Aufrufe und die vielen Likes und Kommentare. Moment. Ich habe mal eine Idee. Wir bremsen mal. Bremsen. So. Wir nehmen mal jetzt den Wingsuit. Guck mal, pass mal auf. Aber dafür müssen wir erstmal ein Stück laufen, glaube ich. Das machen wir jetzt. Okay, da hinten müssen wir lang. Oh, zieh hoch, da ist die Tanne. Die wollen wir nicht erwischen. Oh, das war knapp. Auch das war knapp. Da hätten wir es fast geschafft. Neuer Versuch. Das will ich mal machen. Das schaffen wir. Huch, wo ist er? Ach, da ist er. Das tat wirklich weh. Ich kann es mir vorstellen, Freund. Problem ist nur, wir müssen ja an den Tannen vorbei. Oh. Oh, wenn wir das schaffen, ne? Wenn wir das schaffen, das wird ein Stunt. Das wird ein Stunt. Ich weiß, ich bin hier übermütig und ich probiere Sachen aus, die ich noch lange nicht schaffe. Nein, fast, fast, fast. Wir haben es fast. Pass auf, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist ja ein bisschen Übung. Ich muss ja auch ein bisschen üben. Immerhin. Oh nein, fast. Ein Versuch noch. Das war nämlich nicht sonderlich geschickt. Nicht sonderlich geschickt, doch, no. Sag doch sowas nicht. Michel. Ach, das gibt es nicht. Na gut. Wir kriegen es nicht. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Ja, ja. Na gut, komm. Allerletzter Versuch. Und dafür fliegen wir jetzt hier einen weiten Bogen. Wir fliegen jetzt einen weiten Bogen. Das sieht nämlich schon viel besser aus. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ja, immerhin. K.O. Ich möchte jetzt aufstehen. Kann ich das? Ich möchte aufstehen, bitte. Ich will aber nicht ich möchte von hier starten. So. Och nö. Na gut, pass auf, dann springen wir einfach von hier runter. Und ich öffne da hinten hin. Oder ich fliege da direkt hin. Guck mal, ich fliege da direkt hin. So machen wir es. Wir machen heute mal eine kleine Flugstunde. Ist ja auch was Schönes. Wir sollen jetzt durch den Turm fahren. Beziehungsweise fliegen wird sicherlich auch gehen. Oh, ich mache jetzt mal die GoPro an. Wow, habt ihr das gesehen? Okay, okay. Okay, und jetzt hier unten durch. Ach, Mist. Aber ey. Schwerer gestürzt und trotzdem weitergefahren. Leute, wenn das mal nicht ein Mega-Stunt war, habt ihr das gesehen? Ich bin da durchgeflogen. Wie ein Profi. Das hättet ihr... Ach, das war schön. Das war schön. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Aber ich wollte ja nochmal sagen, was wollte ich sagen? Worauf wollte ich hinauskommen? Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ach, ich hätte einfach durchziehen müssen. Verdammte Axt. Ups, ich trottel. Huch. Das hätte viel schlimmer rausgehen können. Viel ich bugge. Schlimmer. Irgendwie hier im. Ach, bäh? Na gut. Wenn ich hier irgendwie im Fels bugge, ist ja auch okay. So. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall riesig bei euch. Ey, diese vielen Aufrufe und diese vielen Kommentare und diese vielen Likes, ey, das. Ach, das macht mich echt happy. Nein! Ach, ich bin zu. Glück, dass ich das heil überstanden habe. Ja, ein Glück. Na, pass auf, ich fliege jetzt einfach dran vorbei, ja. Der Stunt, das hat beim ersten Mal geklappt. Das war irgendwie Murphys Gesetz. Das klappt doch sonst nie wieder. Und lieber, ich sag mal so, lieber fliege ich hier ein Stück, anstatt jetzt laufen zu failen. Das ist ja irgendwie auch blöde. So, die, da unten ist die Felsspalte. Wow! Fallschirm! Ach, nicht K.O. gegangen. Immerhin. Wirklich weh. Aha. Wie? Was? Das hat nicht gezählt? Als Durchfahrt? Das kann doch nicht sein. Oh, es hat nicht gezielt als Durchfahrt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Na gut, pass auf, dann müssen wir hier hochkraxeln. Dann kraxeln wir halt da hoch. Was soll es?
Ach, auch schön jetzt mit der Glocke hier im Hintergrund. Ach ja, es ist schon echt schön hier, muss man sagen. Ne? Man kann sich hier echt verlieren. Es ist unfassbar. Und dieses ganze Feedback von euch, ey, genau, ey, das macht mir so viel Spaß. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der irgendwie einen Kommentar geschrieben hat oder sich Video angeguckt hat oder es geliked hat oder so. Ernsthaft. Ich meine, es ist echt super. Ich meine, ich bin immer motiviert gewesen, ja. Ich bin immer motiviert gewesen, guten Content zu bieten, auch als mein Kanal noch klein war. Jetzt ist er ja nicht mehr so klein, um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt fast bei 500. Es ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Wir sind jetzt fast bei 500. Und auch als ich noch unter 100 hatte, war ich immer stets... Aua, na das war nicht mit... Wie bitte? Na gut, pass auf. Wenn das so will, dann machen wir es so. Oh, Mann. Nein, das wollte ich auch nicht. Mann, pass auf. Erstmal ein Stück vorlaufen, bitte. Lauf mal ein Stück vor, so. Und jetzt mit dem Wingsuit. Das macht echt Spaß mit dem Wingsuit, ne, muss ich sagen. Das gefällt mir irgendwie. Zieh hoch. Oh. Oh. Um mich zu sammeln. Alter. Nach so einem Sturz brauchst du keine Minute, um dich zu sammeln. Da brauchst du... Gratulation, du hast die 5 Löcher bezwungen und dir einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Yeah! Aber hält's nicht sofort weiter. Bleib noch etwas hier, denn ich garantiere dir, dass du noch viele wunderbare Strecken finden kannst. Ganz bestimmt. Neue Helme freigeschaltet. Ach, guck mal, wir segeln hier einfach mal schön ein bisschen durch die Gegend. Und öffnen hier mal den Fallschirm dann. Komm. Huch. Naja, gut. So, dann gehe ich mal ins Bergpanorama. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen... Und du hast noch einen Heißluftballon eingetütet. Level up. Der schwebt hoch über Tirol. Guck ihn dir doch mal an. Da gibt es sicher auch eine Menge verrückter Sachen, die du machen kannst. Bestimmt. Da gibt es eine Menge verrückter Sachen, die man... Das ist eine Challenge, 1500, die habe ich noch nicht gemacht. Na pass auf, dann legen wir die mal los, zack. Ach, ich erinnere mich, die Welle, ich erinnere mich an das Ding. Snowboard. Snowboard, wir fahren heute mal mit dem Snowboard. Beim letzten Mal haben wir es mit den Skiern gemacht, ich erinnere mich. Deswegen werden wir heute mal ein bisschen mit das Snowboard malträtieren. Und... Yeah, sehr schön. Und landen bitte. Nice. Und was? Ach, schade, dass er den nicht gestanden hat. Bitte aufstehen. Wir müssen ein bisschen Speed wieder ein... Bisschen Speed aufnehmen. Na komm schon. So. Ach, jetzt habe ich den nächsten Sprung verpasst. So ein Ärger. So. Und es ist halt echt Wahnsinn, ne? Ich meine... Das war ein... Das war ganz schwach. Es ist halt echt Wahnsinn, dass ich so viele Kommentare kriege. Jeden Tag. Unter jedes Video mittlerweile. Na, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Das können wir besser. Unter jedes Video und... Ach, es macht mich happy, wirklich. Vielen Dank, Leute. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Und ich freue mich schon auf viele gemeinsame Spielchen mit euch. Und ich habe ja auch angekündigt, und das werde ich irgendwann dann auf jeden Fall noch richtig groß ankündigen, ja. Dass ich auf jeden Fall für alle, die Steep haben, dass wir auf jeden Fall mal einen YouTuber, dass wir auf jeden Fall mal ein Abonnenten-Special machen. Ein Abonnenten-Special, wo wir uns alle verabreden und wo wir uns dann treffen in der Welt und coole Sachen machen. Hier, ja. Das habe ich auf jeden Fall vor, dass wir das durchziehen. Und das werde ich auch groß ankündigen. Vermutlich wird das vielleicht noch diesen Monat sein. Im Dezember, könnte ich mir vorstellen. Da muss ich mir aber noch ein Terminchen raussuchen. Also das nenne ich mal einen echten Könner. Ach, Silbermedaille. Silbermedaille gewonnen. Hm, gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht, aber geht natürlich auch besser. Aber für den ersten Step reicht das. Es hat nicht so viel gefehlt. Es hat leider nicht so viel gefehlt. Aber, naja, wenn wir irgendwann das noch machen müssen, dann werden wir das schon tun. Pawn Pairs, das haben wir erledigt. Freerider Anfänger. Aravi Heißluftballon. Ach, es gibt hier so viel zu tun, ey. Ist unfassbar. Was gibt's denn hier? Querfeldeinflug. Die Reise. Na komm. Dann machen wir das mal. Und das kenne ich auch noch aus der Beta. Das kenne ich auch noch aus der Beta. Diese Strecke, diese Route hier. Ach ja, ach Steep, ey, das ist so ein klasse Spiel. Es macht so viel Laune einfach. Und ich habe mich den ganzen Tag... Trottel. Ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut, heute wieder ein bisschen aufzunehmen. Denn es wird so sein, dass diese Woche, es wird echt ein bisschen knapp, ne? Ich habe also diese Woche, ich produziere ein bisschen vor. Weil es wird schwierig werden, es wird schwierig werden. Und ich hoffe, ich kriege alle Folgen irgendwie zusammen. Weil sonst wird wahrscheinlich was ausfallen. Ich weiß aber nicht genau was, also es ist auf keinen Fall Steep. Ich möchte Steep nicht ausfallen lassen. Denn Steep ist momentan einfach mein Lieblingsprojekt. Und es könnte halt sein, dass es die Crew betrifft. Aber ich gehe einfach mal von heute noch davon aus, dass ich es schaffe. Ja, dass ich alles aufgenommen bekomme. Warum sollte ich das auch nicht schaffen? Das sieht bisher gar nicht so schlecht aus, was ich hier mache. Relativ fachmännisch. Na komm schon, das kriegen wir hin. Hier noch den Aufwind nutzen. Und dann hier vorbei an den Tannen. Wir machen es genauso wie der Goldtyp wieder vorne. Goldjunge. Sehr schön. Na komm, das sieht gut aus. Bring the beat back, bring the beat back. Ach ja, ich habe heute noch ein Spiel übrigens. Ja, für alle, die das The Journey Let's Play verfolgen vielleicht. Ich habe heute noch ein Punktspiel in der Betriebsliga. Um 19:30 Uhr. Das heißt, ich muss gleich relativ zeitig irgendwann los. Aber ich wollte auf jeden Fall noch aufnehmen. Ich bin gespannt. Ich werde berichten in The Journey, ob wir ja was reißen konnten. Mal gucken. Na komm, ach, für die Goldmedaille reicht es leider nicht ganz. Aber Silber könnte reichen. Es könnte sein, dass es für Silber reicht. Na komm, ein bisschen runter. Na sieh, ach Bronze leider nur. Naja, es ist auch okay, es ist auch okay. Ach schön. Und diese Ruhe auch. Wenn die Musik aus ist, ne? Ach, das muss so schön sein. Einfach diese Ruhe mal genießen zu können. Das muss so schön sein. Ich freu... Also, ah, na, mal gucken. So. Haben wir das schon gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht. Ich würde gerne irgendwie das, ich würde es gerne ein bisschen sortieren, die Overworld, und gucken, was ich schon gemacht habe und was nicht. Was gibt's denn hier? Das haben wir gemacht. Hier gibt's eine Drop Zone. Kriegen wir die von... Huch! Ja, das kennen wir doch schon. Das kennen wir schon, das musst du uns nicht nochmal zeigen. Ich wollte hier nur kurz hin... Um... Wo ist denn hier die... Kann ich das sehen? Ich werde mich mal gut umsehen, dann müsste ich es ganz schnell finden. Kann ich das sehen? Da muss ich mal... Ich muss hier mal ein bisschen höher. Ich würde gerne nämlich die Dropzone abfilmen. Und die war doch hier, ne? Da oben. No, von hier aus sehe ich den Ort nicht, den ich entdeckt habe. Ach, schade. Ich muss weiter eine bessere Position finden. Ja, dann... Dann suchen wir uns mal eine bessere Position. Eine bessere Position. Von hier. Wie komme ich denn hier oben hin?
hier starten. Huch. Ja, erstmal ein Energy. Erstmal ein Red Bull. Oh, das ist aber der Red Bull Heli ist nicht so hoch aufgelöst hier. Die Textur. Ist ja auch nicht so schlimm. So, Tachchen. Jetzt sind wir hier. Habe ich dafür extra ein. Habe ich da etwa ein Dings für verschwendet? Ich hoffe nicht. Da hinten. Okay, okay. Noch ein klein bisschen näher. Was? 1000, auf 1000 Meter ran? Damit wir sie entdecken können. Na, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Wir wingsuiten da einfach mal hin. Oh, mit der GoPro. Yeah! Ich finde das echt cool, wie sie auch den GoPro-Sound emuliert haben. Einfach super. So. Jetzt hier einmal runter. Oh. So, müsste ich jetzt hier nicht irgendwo sein? Oh, höre ich hier Wölfe? Hier ist die Dropzone, da hinten. Okay, zurück zum Charakter. Die Dropzone müsste also... ist die? Das kann doch nicht sein. Das ist hier schlecht. Na, pass auf, dann kraxeln wir mal hier den Berg hoch. Wir kraxeln mal den Berg hoch hier. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wir genießen das Spiel ja in vollen Zügen. Und das finde ich halt auch, das ist halt ein Spiel. Steep ist ein Spiel, was wir auch einfach in vollen Zügen auch genießen können. Es gibt so viele Spiele, wo man so ein bisschen durchrusht. Und das gefällt mir halt oftmals einfach nicht. Ich habe heute auch mit einem Kollegen gesprochen. Der hat Steep auch in der Beta gespielt und der fand das Spiel nicht so cool. Ich so, hey, bist du wahnsinnig? Und er, naja, es ist nicht so wie Tony Hawk. Er dachte, es wäre halt mehr ein Tony Hawk so, wo man viele Möglichkeiten hat mit Tricks. Und dass man die halt nach und nach lernt. Und das fand er nicht so cool irgendwie. Und ich habe ihm gesagt, naja, also für mich ist es genau richtig, weil ich... ich liebe halt Spiele, wo man was entdecken kann, ja. Und, naja, wo man was entdecken kann und wo man frei ist und so eine Geschichten. Und wo man ein bisschen sich drin verlieren kann und die schön gemacht sind. Und das ist halt genau mein Ding. Und das hat er irgendwie nicht verstanden. Da gibt es halt einige, die so denken. Ach, guck mal hier oben. Hm. Sehr schlecht. Von wo können wir das denn sehen? Na, ich würde gern hier... ist das Heißluftballon? Skydiving? Ist es der Heißluftballon? Ich glaube ja. Yeah! Pass auf! Oh, ist das cool! Ist das cool! Dann kann noch ich von... zu weit weg. Och, ich noch. Muss näher ran, bevor ich was machen kann. Das wollte ich nicht. Na gut, dann springen wir mal von hier in die Dropzone rein. Ist ja auch okay. Mit der GoPro-Kamera. Ach, ist das schön. Die Freiheit. Freiheit. Wir nähern uns der Dropzone. Da werden wir es einfach mal reindroppen. Okay, okay, okay. Und Fallschirm. Cool. Noch ein geiler Ort auf diesem Felsen, cool. Wo der Wolf seine Show abziehen kann. Der Wolf seine Show abziehen. Ist ja ein richtiger... cooler Typ. So, guck mal hier. Oh, stell dir mal vor, du hast so eine einsame Hütte. Ist ja auch schick. So, dann laufe ich mal da hinten hin. Ich möchte nämlich eine schöne... Abschluss. Hier. Ich möchte mal einen schönen Abschluss... Panorama. Ein schönes Abschlusspanorama haben. Na komm. Ach, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Bremsen. Zu Fuß, ne? Müssen wir hier langlaufen. Komm schon, komm schon. Was macht ihr denn da, Jungs? Hm? Mad Hatter und Prodigy. Prodigious Demon. Hm. Was macht ihr denn hier? Ach, man kann sich auch hinsetzen. Wie geht das? Warte mal, kletter ich mal hier, kraxe ich mal hier oben ruf. Von hier haben wir nämlich einen schönen Blick übers Tal. Ach, hier haben wir wirklich einen schönen Blick übers Tal, ne? Muss man sagen.
Ja, Freunde, es war wieder eine Freude mit euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr ein paar Tipps noch für mich habt, für die dieses Spiel vielleicht schon schneller spielen, ja, also mehr spielen in kürzerer Zeit, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps da lasst. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist ja, glaube ich, jetzt muss ich mal rechnen. Oh, weia. Heute ist Mittwoch, genau. Dann sehen wir uns am Freitag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Steep. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für jeden Abonnenten, der neu hinzugekommen ist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig und das motiviert mich noch weiterhin. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, Leute. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Macht's gut und ciao, ciao. Euer Valerius.